Hi, ich bin Brooke Burke. Ich spiele Rachel Teller in Need for Speed Underground 2. Im Spiel eine Rennfahrerin darzustellen, hat mir viel Spaß gemacht. Aber auf der Straße fahre ich immer vorsichtig und verantwortungsbewusst. Rennen solltet ihr wirklich nur in Underground 2 fahren. Und denkt immer daran, euch anzuschnallen und euch an die Straßenverkehrsordnung zu halten. Und damit ein herzliches Willkommen zu dem lang ersehnten Need for Speed. Haben sich hier einige Leute gewünscht. Ich glaube, 7 oder 8 waren das mindestens. Viele. In meinem Sinne sind das schon viele. Mit dem High Vision Texture Pack Mod etc. Und das Spiel sieht damit nice aus. Und mit dem Right Screen Mod, also dass da. Es sind hoffentlich ein 1080p ist, mein Name. Oh, ich bin Hiski. Hi. Natürlich. Und mal gucken. Na, darf ich erstmal. Ich habe soweit, glaube ich, alles eingestellt. Und starten wir mal eine neue Karriere. Und im Hintergrund Riders of the Storm. Man kennt's. Sechs Monate zuvor. Gefällst uns? In meinem Team wäre noch ein Platz für dich frei. Eine andere Antwort als ja zählt nicht. Na, wie sieht's aus? Hier geht voll die Party ab und alle warten auf den Star. Gib Gas und komm her. Okay. Ich musste mich nur gerade um ein kleines Problem kümmern. Heute. Wir sind Gegenwart. Ein Neuanfang wäre dir recht. Mach den Kopf frei, kann ich gut verstehen. Pass auf, meine Freundin Rachel wartet in Bayview auf dich. Sie leiht dir ihren Wagen. Er steht schon am Flughafen, er ist ihr größter Schatz, also Vorsicht. Viel Glück. Wir sehen uns.
Alexa plötzlich alles weg. Hallo? Es lädt. Hey, alles klar? Ich bin Rachel, Samanthas Freundin. Hab gehört, dass deine Maschine gelandet ist. Willkommen in Bayview. Oh Gott, ich werde solche Probleme muss. Hey, falls du es nicht schon erraten hast, das werde solche Probleme hörst, Musik ist haben. Das Kurzmitteilungssystem, auch bekannt als SMS. Ja. Ich weiß nicht, ob du dich damit auskennst, deshalb habe ich schon mal alles eingestellt. Lies dir die Anleitung durch. Wirf einen Blick auf die Minikarte. Sie ist einfach. Kann man noch nicht oder was? Du solltest dich daran gewöhnen. Die Stadt ist groß, weißt du? Ich brauche meinen Wagen bald wieder, also komm bitte zum Autohändler, der auf der Minikarte markiert ist. Nitro? Nein. Und ich muss mal kurz einstellen. Na, hoffentlich. Jetzt klappt's. Und diese Dinger sammeln Wein. Dafür gibt's immer ein bisschen Geld. Yo, Rachel. Ich habe hier ein paar Renninfos für dich. So eine Truppe Loser trifft sich gerade für ein paar Rennen. Kann super fahren. Gute Chance, dein Konto ganz easy aufzubessern. Was ist das, kein Kratzer? Ich schick dir die Location. Wir sehen uns. Und natürlich machen wir am Anfang diese kleinen. Die kleinen Rennen. Damit wir unser Konto so ein bisschen auffrischen. Aber, Hey Rachel, alles klar? Ach, haltet doch Klappe. Ich hab gehört, dass in Fort Union einiges los sein wird. Den genauen Ort habe ich noch nicht ausgemacht, aber du findest es schon. Meine Jungs sagen, das wäre ein einfaches Ding. Hallo, ich mach nach. Vielleicht willst du ja mitmachen. Viel Glück. Okay. Die werde ich euch nicht zeigen, weil. Es ist nicht mein Wagen. Von daher. Halt mal den Ball flach, Kumpel. Nur weil du in Rachels Auto rumfährst, heißt das gar nichts. Wirf deine Kohle rüber und tritt an. Keine Gnade. Mann, wo bleibst du? Hast du dich verfahren, oder was? Du findest den Automarkt auf der Minikarte. Beeil dich und komm her. Ich hab nicht die ganze Nacht Zeit. Ich hab mich nicht verfahren. Ich hab nur eine kleine Pause angelegt. Also dieser Flug, der war so... Oh, Jetlag und so, also. Ne? Hey Rachel, alles klar? Ja, wenn es das klar. Fort Union einiges los sein wird. Den genauen die Bremsen sind so scheiße. Gemacht, aber du findest es schon. Meine Jungs sagen, das wäre ein einfaches Ding. Vielleicht willst du ja mitmachen. Viel Glück. Wie gesagt, es ist nicht mein Wagen. Von daher, ich werde von dem keine Rennen zeigen. Ich werde jetzt das Rennen noch machen. Dann werde ich da hinfahren. Aber das Rennen werdet ihr nicht sehen. Bin gemein. Was machst du denn da in Rachels Wagen? Du bist der Typ, von dem ich schon gehört habe. Dann wollen wir dich mal standesgemäß begrüßen. Die Karte zeigt dir den Weg. Straighter Sprint. Wir sehen uns im Ziel. Und da. Hey, ich will mein Auto. Ist das nicht so? Jetzt. Ist ja gut. Wenn du sofort hier aufkreuzt, verpfeife ich dich. Und dann fährst du erst wieder rennen, wenn ich es sage. Jetzt komm schon her. Hallo. Kontrolle, dankeschön. Na dann fahren wir mal zu ihr. Das müsste. Ach, komm. Ich weiß aber nie, wie ich die, mit der Kontrolle mit dem GPS hier aktiviere. Mit X. Was X? Blaue? Müsste sein. Okay. Ist ja kein Original Xbox Controller, deshalb ist ja kein A, B, X. Stimmt, doch, blaues X, ja. Jetzt erinnere ich mich. Soll ich die Orangen schon machen? Nee. Die glaubt, die bringen am Anfang auch nur erstmal ein bisschen Geld. Damit warte ich, bis ich mein eigenes Auto habe. Dann mache ich die Computerfahrer auf der Straße. Und ich habe mal die Musik so schon stark heruntergeregelt, einfach damit die nicht hervorstechend ist und ich damit keine Probleme kriegen sollte. Weil, hallo, wir spielen das Spiel nicht wegen der Musik, sondern wegen den Geräuschen. Ja. Hallo, möchtest du den Shop betreten? Nö, ja doch. Bum, bum. Wo bist du mit meinem Wagen gewesen, ha? Wenn da auch nur ein Kratzer dran ist. Da ist kein Kratzer dran. Sam sagt, du kannst fahren. Mag ja sein, aber nicht mit meinem Wagen. Nutz deine Kohle für einen Fahrbahnuntersatz. Ich ruf dich später an. Puh. Hey,
Da können wir uns aber anders suchen. Ersatzwagen leisten. Samantha hat das Geld von der Versicherung überwiesen. Such dir einen Wagen aus. Ich melde mich dann später bei dir. Den habe ich zuvor noch nie gesehen, hier drin. Geh nur bis zum Nissan 240SX. Okay. Ich bleibe klassisch bei meinen Regeln. Das ist 240X. Der wird komplett dauerhaft benutzt. Oh, da freue ich mich schon drauf, wie das später aussehen wird. Jetzt am Anfang noch so. Aber später so. Wagen und komm zu meiner Garage. Die Straßen sind eh leer gefegt und kein Rennen in Sicht. Wage es nicht, mich wieder warten zu lassen. Bis nachher. Ich habe keinen hier warten lassen. Ich hatte Jetlag. Tut mir leid. Mach du doch mal einen Flug über 50 Minuten, dann hast du auch einen Jetlag. Nie zufrieden, diese Frau. Ist unglaublich. Aber gut, wir sollen zur Garage. Also fahren wir zur Garage. Und die knutschen sich hier. Machen sie schön. Machen sie sehr schön. So wie Busfahrer. Busfahrer mitten auf der Straße, mitten auf der Autobahn. Erstmal anhalten und erstmal reden. Und diese Informationsdinger sind einfach nur das Tutorial, was man hier aufsammeln kann. Ist schön gemacht. Ist nicht so aufdringlich, man kann es komplett ignorieren und man kriegt die 25 aufs Konto. Von daher. Sammle ich sie auf, wenn ich sie sehe, ansonsten lasse ich sie links liegen, bis rechts. Kommt immer drauf an, wo sie dem liegen. Und werde sie auch nicht lesen, weil es ist nichts, was mich interessiert, weil ich das Spiel kann. Und da habe ich eins rechts liegen lassen. Ganz gut, ganz gut überlegt. Hole ich es mir? Nein, ich hole es mir nicht. Und hier ist die Garage. Möchtest du Garage betreten? Betreten. Hör gut zu. In der Bayview-Rennszene geht ohne mich gar nichts. Und falls du es noch nicht gemerkt hast, die Rennszene hier ist total angesagt. Du findest alles, was dein Herz begehrt, wenn du weißt, wo du suchen musst. Drags, Drifts, Rundstreckenrennen und mehr. Du glaubst nicht, was wir schon alles erlebt haben. Natürlich ist auch jede Menge Geld im Spiel. Und für Elitefahrer gibt es die Underground Racing League. Das sind Rennen, zu denen man extra eingeladen wird. Mit Kohle und Respekt en masse. Alles, was du brauchst, sind Connections und eine gute Empfehlung. Der Laden gehört mir und du bist nur ein Gast. Ich hab das Sagen, also hör zu. Da hinten ist Tommy. Er zaubert dir die tollsten Sachen unter die Haube. Wart's nur ab. Ich muss jetzt los und melde mich bei dir. Hey, Rachel hat alles geregelt und du bist fit für die Straße. Einen Garagenplatz hat sie dir auch reserviert. Ich zeig dir wo. Eine Garage für uns. Der Platz ist für dich. Du kannst hier Teile und Ausrüstung lagern. Es gibt hinten auch Werkzeug, wenn du deinen Wagen tunen willst. Ach, ich dachte, er macht das. Warum brauche ich das Werkzeug da hinten? Hier können wir uns das später drum anfangen. Es ist komplett irrelevant. Hier können wir nichts machen. Zurück zum Erklärungsmodus. Rein. So, die kleine Katze kann es auch brechen. Ich habe vergessen, dir zu sagen, dass in der City heute Abend ziemlich was los ist. Ich habe dir die Locations auf deine Karte hochgeladen. Kannst gleich schon mal anfangen, dir einen Namen zu machen. Hatte ich vor. Und ich hoffe, da oben links... Oder... Oben links? Ich weiß nicht, ob das bei euch dann auch oben links ist. Die Kamera in Ordnung ist. Ey, oben links passiert nichts. Da wird nichts viel angezeigt. Ein Street X. Etwas, was... Ich sehr okay, vermisse in inneren Teilen. Was du jetzt erlebst, ist der Street Cross. Das ist der heißeste Kick in der Racewelt. Die Strecken hier sind echt krass. Die Kurven sind so eng, dass du verdammt aufpassen musst, wie du sie nimmst. Tu alles, um den anderen Typen beiseite zu schieben und die Innenlinie zu erwischen. Hier sparst du nämlich eine Menge Zeit. Stimm deinen Wagen auf schnelle Sprints und satte Kurvenlage ab. Alles klar? Cool, dann zeig deinen Gegnern, wo der Hammer hängt. Und dabei bräuchte ich eure Hilfe dann, wenn dieses Feintuning. Ich weiß nie genau, wie ich bei den Street X und so alles tunen muss, damit es optimal ist. Aber am Anfang kriegt man immer so ein kleines Tutorial, wie etwas geht. Und ich glaube, Need for Speed Underground 2 war auch eins der Need for Speeds mit den meisten unterschiedlichen Renntypen.
Also wert. Möglichst in Linie, nicht am Rand fahren oder so und nicht von den Tiefern knutschen. Weil man verliert hier jede Menge Zeit. Jede Menge verdammte Zeit. Man darf auch nicht zu schnell sein, nicht zu viel von Drift darf man hier gar nicht. Ich spiele auf der mittleren Schwierigkeitsgradstufe, von daher sind die Gegner hier nicht leicht und ich weiß, es wird einige Rennen geben da von ihr beim Drag. Die wird mich ankotzen. Wie ich hier dann öfters versuchen darf. Aber Drags sind da glücklicherweise immer mal kürzesten. Und das sieht echt schön aus mit dem Texture Pack, ey. Wirklich verdammt schön. Wie gesagt, es gibt einiges, was ich den neuen Need for Speed Teilen vermisse. Einiges. Es ist einfach kein Need for Speed. Also, es gibt so viele, die sich einfach ein richtiges Need for Speed 3 wünschen. Ich muss schon sagen, Underground 3. Das war genial. Noch ein kleiner Tipp für dich, jetzt wo du weißt, wie es geht. Du wirst oft hören, dass vom Siegvorsprung die Rede ist. Es ist nämlich nicht so wichtig, dass du gewonnen hast, sondern mit welchem Vorsprung. Je mehr Vorsprung, desto besser dein Ruf. Hey Mann, falls du es noch nicht wusstest, hier in Bayview bin ich der absolute Experte für Tuning-Teile. Wenn irgendein Shop ein richtiges Sahneteil auf Lager hat, das du dir ansehen solltest, schicke ich dir eine SMS. Pass auf, solche Parts gehen schnell weg. Bevor du dich jetzt bei mir bedankst, ich habe mir noch nicht überlegt, was du mir dafür schuldest. Bis später. Und die meisten Shops muss man hier finden. Es ist aber allerdings nicht schwer. Ich kenne die meisten Locations. Okay, Mann. Also Street Track ist eigentlich die Grundlage für das, was wir machen. Weißt du, der Trick ist die richtige Drehzahl. Du kannst die anderen nur stehen lassen, wenn du im richtigen Moment startest und mit Speed in Führung gehst. Das stimmt. Aber wenn du zu langsam bist, hast du schon verloren. Nach dem Start kommt das Schalten. Das Geheimnis dabei ist der perfekte Schaltpunkt, weil du nur da die maximale Power hast. Wenn du den Gang zu früh oder zu spät reinwirfst, dann ist das Rennen schon so gut wie gelaufen. Wenn dich ein anderer Typ überholt, bleib cool und fahr in seinen Windschatten. Da kannst du Speed aufbauen und ihn dann wieder kassieren. Oh Mann, das ist sowas von lässig. Bist du bereit? Okay, dann zeig, was du kannst. Ich werde einige Drags verkacken, weil ich ganz genau weiß, wie scheiße schwer die sein können. Vor allem am Anfang. Später kein Problem, aber am Anfang ist das wirklich im Grün sein, perfekt schalten. Mehr gibt's nicht zu sagen. Vor allem, man muss sehr viel nach oben links gucken. Okay, stimmt. Okay, beim Drag werde ich die Kamera versuchen auszuschalten. Weil das ist schon ein bisschen nervig, wenn er links ganz halt das alles sieht. Und da am Anfang ist es ein bisschen langweilig. Auch wenn die versuchen, Geschwindigkeit hier zu zeigen, aber es kommt dann doch irgendwie sehr langsam vor. Man gibt natürlich die Sache mit dem kurz nach links oder rechts lenken, wechselt man die Spur. Ansonsten versucht der Wagen möglichst auf einer Spur zu fahren. Allerdings bei sehr steilen Kurven oder so kann es passieren, dass der Wagen dann doch mal die Spur wechselt. Oder einfach so ein Auto von vorne kommt und eine volle Kanne mitnimmt. Weil die Autos spawnen hier wirklich zufällig. In Most Wanted sind die komplett festgesetzt bei den Drags. Da musst du dann irgendwann auswendig lernen. Hier ist es wirklich komplett random. Und entweder hast du Glück oder komplettes Pech. Und dieses Pech, das nervt sehr stark. So, dann haben wir nochmal hier einen Sprint. Ich glaube, für die erste Folge werde ich alle Rennarten hier einmal zeigen. Weil ich glaube, man muss jede Rennart einmal fahren. Weil das freigeschaltet wird. Und die werde ich euch natürlich alle zeigen. In einem Part. Und ich habe eine Überfrau gefahren. Ich bin gut. Und natürlich, die Gegner haben ungefähr immer das gleiche Leistungsniveau wie wir. Glaube ich zumindest. Ganz genau weiß ich es nicht. Irgendwann kommt mir immer so vor, dass sie schwächer sind. Aber halt eben getuned sind seitdem. Keine Ahnung. Also das Aussehen ist immer unterschiedlich. Weil ich mich manchmal... Die haben schon solche Teile und ich denke mir so... ich bin hier komplett Standard, hallo. Macht Spaß. Und hier nach links. Nein. Nee, das tue ich mir nicht an. Nein, diese Kurve da rechts nehme ich nicht. So ein paar kleine Abkürzungen kenne ich, aber nicht alle. Weißt du, zum Beispiel hier nach links, die Abkürzung finde ich total doof.
weil man kommt hier raus und es ist, ich weiß nicht, irgendwie immer, wenn ich die abgenommen, diese Abkürzung genommen habe, habe ich irgendwie mal verkackt. Keine Ahnung warum. Irgendwie kam ich mit der anscheinend nicht klar. Und ich nehme natürlich Straßenschilder mit. Wer braucht schon heutzutage Straßenschilder? Und das heißt immer so schön vor der Kurve lenken, bremsen und in der Kurve dann wieder Gas geben, aber... Hallo, wer hat Zeit zu bremsen? Ich nicht. Weißt du, knutsche ich dann lieber die Wand. Oder mach solche Kurven. Sauberer Abschnitt. Das Nitro-System hier ist einfach erklärt. Für jeden, sagen wir, Besonderheit, die man macht, zum Beispiel gerade der saubere Abschnitt, dass man nirgendwo angestoßen ist, kriegt man so eine gewisse Anzahl von Nitro. Im Windschatten kriegt man Nitro. Für den ersten Platz gibt es Nitro, etc. Und dann kann er sich halt den Nitro-Leiste lädt sich dementsprechend auf. Oder wenn man irgendwo knapp vorbeifährt an einem Auto, gibt es dann bis zu, also knapp vorbei mal 5 ist das Maximum. Wie jetzt versuche? Da, knapp vorbei. Na, da ich noch kein Nitro habe am Anfang. Und ich finde schön, dass die das wirklich so eine theoretische Open World ist. Okay, Auto da draußen. So, gucken wir mal. Autoglasfolie. Ja. Wie gesagt. Es gibt auch noch zum Beispiel auch Hinweise, wo man irgendwas findet. Okay. Ein Shop oder so, den man vielleicht noch nicht hat. Oder wenn es halt neue Teile gibt, neue Autos, etc. Und Autoknutschen ist mein Lieblingssport. So, dann ist hier nochmal ein... Rundkurs? Rundkurs. Wenn ihr wollt, könnt ihr es da rechts lesen, aber ich werde das, glaube ich, nicht vorlesen. Switch, Twitch, okay. Business, ich habe es irgendwie nie wirklich gelesen, weil da sind größtenteils... Es steht immer das Gleiche. Die beleidigen einen teilweise. Hallo? Hör auf, mich an zu ditchen. Steh nicht drauf. Eine Armlänge Abstand. Eine Armlänge Abstand. Hau ab. Oder hier. Erst gibt's Geld, dann gibt's die Karte. Aber die Karte sieht man irgendwie vorher. Hm. Keine Ahnung. Hallo? Kannst du mal bitte Gas geben und nicht so bremsen? Ach Gott. Ist ja echt scheiße. Wenn ich den linken Stick nach hinten drücke, bremse ich. Das wird später für Probleme sorgen. Ich weiß nicht, warum das scheiße so ist. Allgemein, die Steuern kann man denen ja so gut umlegen. Naja. So, ich hatte zum Beispiel Nitro auf B. Als ich das benutzt habe, habe ich gleichzeitig die Handbremse benutzt. Weil irgendwie die Handbremse eigentlich auch auf B ist, obwohl ich die Handbremse auf A gelegt habe. Denke ich mir auch so. Sehr, sehr seltsam. 3 Runden dürfen die Scheiße jetzt machen. Wenn ich dann irgendwann mal ruhig bin, es gibt nicht so viel zu erzählen. Wenn ihr irgendwas wissen wollt, über das ich irgendwas reden soll, dann schreibt bitte in die Kommentare, dass ich dann nicht darüber reden kann. Wäre doch mal sinnvoll, ne? Ich merke schon wieder, ich sag dieses Wort, ne, viel zu oft. Was soll ich stattdessen sagen? Ich muss echt gucken, wie ich das mit dem Sound mache. Weil auf meinen Ohren dröhnt das ganz schön. Aber ich bin nicht so... Wenn ich leise habe, rede ich leiser. Und wenn ich leiser rede, dann muss ich das Spiel automatisch leiser stellen. Und irgendwie ist man selbst auf mittlerer Schwierigkeitsstufe öfters vorne alleine. Ist mir auch schon passiert, dass ich Gegner überrundet habe. Aber ja, gut. Ich will hier keinen Stress im Spiel haben. Ich weiß nicht, wie das auf Schwierigkeit schwer ist. Irgendwie später nicht. Ich werde das hier ganz, ganz geschillt, ganz gemütlich mein Auto aufbauen, die Rennen fahren. Apropos Rennen. Was ihr noch in die Kommentare schreiben könnt, neben den Tuning-Tipps. Was hatte ich gerade gesagt? Also über die Themen, die ich reden kann und... Was noch, wie genau ihr Need for Speed sehen wollt. Soll ich nur die Rennen machen, die nötig sind? Oder soll ich 100% jedes einzelne Rennen zeigen? Ey, oder halt eben nur die besten Ausschnitte aus den Rennen, falls irgendwas krasses passiert oder so ein schöner Drift wie gerade hier. Da bin ich mir nämlich nicht sicher.
Dementsprechend wird das eine Arbeit von, ich fange den von den Part an, mach meinen Scheiß, hör den Part auf und schneide nicht, oder ich fange den Part an, nehme auf, schneide dem gewisse Stellen raus, die uninteressant sind für euch, also für nach eurer Meinung, und beende den Part. Oder was es noch gibt, ist ja, halt eben nur das, wo ich wirklich nur das Nötigste zeige. So, wir haben am Anfang jetzt diese Anfangsrennen, damit man alles einmal weiß. Jetzt Drag hatte ich schon. Was fehlt denn noch? Es fehlt Drift. 5 Rennarten müssen es geben, bis sind 6. Also das URL ist theoretisch was 6. Also Street X, Sprint, Drag, Drift, Rundkurs. Und URL. Soweit ich das jetzt weiß. Weil bei ja, Drag, ich werde sehen, wie ich das da am besten tune. Weil bei Street X habe ich eigentlich immer nur auf war so klar, dass das passiert. Immer nur auf Tempo gemacht. Also Beschleunigung. Und diese Outrun Run werde ich wahrscheinlich nicht zeigen. Die werde ich offscreen machen. Stimmt, es gibt da so eine Zeitrenne, wo man von einem Ort zum anderen muss. Ob ich die komplett zeigen soll oder einfach nur, wie es am Ende aussieht. Okay, ich sag dir was. Beim Driften zählen nur Style und Kontrolle. Merk dir diese drei Worte. Gas, Lenken, Handbremse. Das sind die Facts für die Manöver, die dir am Ende die fetten Punkte einbringen. Übertreib's nicht mit dem Bremsen, denn je schneller du bist und je mehr Drifts du auf die Straße zauberst, desto mehr Punkte kassierst du. Und diese Punkte bestimmen deinen Multiplikator. Der wiederum beeinflusst die Punkte für deinen nächsten Drift, also muss er möglichst hoch sein. Wenn du das alles raushörst, kannst du anfangen, deine Drifts ineinander übergehen zu lassen. Mach aus deinen Drifts einen endlosen Slide und dir wird schwindelig, wenn du deinen Punktestand siehst. Okay, wenn du meinst, dass du es drauf hast und du richtig was reißen willst, fahr mit deinen Reifen über die Außenspuren. Je mehr Reifen du auf der Spur hast, desto mehr Punkte. Nur von Mauern solltest du dich fernhalten, sonst sind deine Punkte futsch. Dann kommen wir jetzt zur Sache und machen die Straßen unsicher. Beim Drift geht's halt nicht darum, Erster zu werden. Zumindest nicht von der Platz, von dem Abstand und so. Sondern einfach um die reine Punkte. Jum, 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 jum. Hallo Flieger. Von daher ist es nicht schlimm, wenn ich ganz als Letzter bin. So, Handbremse. Muss man am Anfang noch nicht wirklich machen, hab's guck. Hier, schon 1000. Ich bin schon Erster. Guter Drift. Ich glaube, das höchste, was geht, ist göttlicher Drift. Das bin ich mir aber nicht sicher. Ich glaube, das ist ab 50.000 oder 100.000. Das habe ich bis jetzt noch sehr selten hinbekommen, weil es gibt ein Drift, bei dem man sehr, 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 sehr lange praktisch auf einem Außenstreifen ist. Komm, ich brauche schon mich gar nicht mehr anstrengen. Ich habe schon... Die blockieren sich auch immer gegenseitig und daher kriegen die immer so kaum Punkte. Deshalb, das ist... Zack. Easy. Ich glaube, mit Driftfahrt ist immer eins der leichtesten. Hey Mann, du hast ja für fetten Wirbel gesorgt. Eine ganze Reihe Firmen hat Interesse angemeldet. Also, qualifizier dich für die Underground Racing League, von der ich dir erzählt habe. Kein Verkehr, keine Straßen, nur dein Talent. Findet alles auf einer abgesperrten Privatstrecke statt. Wenn das geklärt ist, werde ich als Agentin für dich arbeiten. Ich krieg einen Teil von deiner Kohle und dafür weißt du immer, was angesagt ist. Richtig, Verträge. Und wir schalten einen neuen Bezirk frei. Die Cutscenes sind vorgerannt, das ist...
Deshalb sieht es so scheiße aus. Weil wir haben ja eindeutig eine bessere Sicht als das, was hier vorgerendert ist. So. Und jetzt gibt's hier auf der Karte ganz viele neue Sachen. Aber ich würde erstmal sagen, wir gucken erstmal in den Shop hier rein. In den Shop gehen wir komplett, bis wir komplette Stufe 2 fertig haben. Weil der Shop als einziges 20% bringt. Solltest du mal abchecken. Bis nachher. Nach Beacon Hill? Ich will aber lieber Beacon Hill haben. Wie gesagt, bei dem gibt es hier 20% Rabatt auf die ganzen Pakete. Oh, apropos Pakete, hast du ein Geldpaket? Hallo? Ab und zu lenkt er nicht mehr. Ab und zu ist das echt problematisch, aber egal. Schon weil ich immer den Stick so ein bisschen nach vorne mache und dann nach dem guck, zack. Ich drücke jetzt gerade eigentlich nur zurück und mache den linken Stick nach vorne, ist egal. So, gehen wir mal an den Megalove Parts. Ja, wie gesagt, 20%, bei allen anderen gibt es nur 10% auf die ganzen Pakete. Jetzt weißt du, wo Mega Low Parts liegt. Ein Riesensortiment haben die hier zwar nicht, aber für normale Tuningteile reicht. Hey, tausch deine Serienteile gegen Nachrüstparts aus, um deinem Wagen mehr Power einzuhauchen. Die wird am Anfang erstmal ziemlich viel labern. Das lasse ich erstmal alles einmal durchgehen, bevor ich dann anders anfange. Ansonsten werde ich später alles wegskippen. Rüste auf, indem du das Seriensteuergerät gegen einen Tuningchip austauschst. Im Antriebsstrang verlierst du die meiste Power. Jedes Upgrade hilft dir also, deine Pferdchen besser auf den Asphalt zu bekommen. Hier bitte Vian einfügen. Bau dir ein härteres Fahrwerk ein und deine Karre liegt in Kurven viel besser. Domstrebe, okay. Nitro ist das Glycerin der Rennsportwelt. Bau dir eine Nitro-Einspritzung ein und dein Motor hat extra Power, wenn du sie brauchst. Hier, 20% Rabatt steht da. Reifen, Bremsen, Leichtbau und Turbo gibt's noch nicht. Aber wie... Man kann mehr einbauen als alle anderen. Warum hat man das so stark alles raus... Von dieses Tune, das hat man alles so stark rausgenommen und... drüber gemacht. So, was ist das teuerste? Das ist immer noch der Motor, oder? Ja. Machen wir erstmal den Motor. Ein Kaltluftansaugsystem, Fächerkrümmer ersetzen, Sportnockenwelle und Wellenräder und den Sportauspuff. Und dann kann man natürlich auswählen, von wem man das so ein bisschen haben will. Es macht keinen Unterschied. Aber ich habe irgendwie immer ein neues Speed am meisten eher Eason genommen, wenn es geht. Wo das immer so schön aussieht. Happy Racing sieht aus wie Patzer von oben. Aber neues Speed. Zack, weiter. Installiert. Dann gibt es noch Profi-Paket 2 und wie gesagt 3. Aber nicht im Anfängershop. Da gibt es nur die 20% Rabatt für Stufe 2. Und Stufe 3 gibt es dann bei allen anderen, aber bei dem dann nur mit 10%. So. Und der Motor sollte sich schon anders anhören. So. Was machen wir? Machen wir Ende für heute? Würde ich mal sagen. Ich werde, Achso, ich habe mich zurückgesetzt. Hab mich schon gewundert. Sag auf einmal. Ich drücke Select und komme auf den. Okay. Sollte ich eigentlich nicht. Ich passiert das automatisch. Gut. Und dann war es für den ersten Part. Ich werde sehen, wie ich den zusammenschneide. Das wird lustig sein bei fast einer Stunde. Gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Und danke fürs Zusehen.